Dann würde ich sagen, legen wir langsam los. Wie gesagt, es geht um Lernhacks und wir verstehen uns als eine Sammlung von Routinen, um jeden Tag smarter zu lernen. Also letztlich ist es die Idee, wie kann eigentlich eine Toolbox für eigenverantwortliches oder selbstgesteuertes Lernen aussehen? Und ihr seht jetzt hier mich, aber eigentlich müssten wir zu dritt hier stehen. Wir sind gespannt aus drei Leuten. Maike Hülber ist noch dabei, eine HR-Beraterin, und Jan Schönfeld, der eigentlich aus dem Bereich Schule kommt und von daher eine didaktische Perspektive mitbringt. Und wir haben zusammen das entwickelt, was wir hier vorstellen. Und vielleicht ganz kurz im Überblick, wie wollen wir das verstehen? Wir verstehen Lernhacks eben als Toolbox für eigenverantwortliches oder agiles Lernen, letztlich als das Rüstzeug, um Lernen selbst in die Hand zu nehmen. Mit der Zielsetzung, die Lernkultur in der Organisation weiterzuentwickeln. Dieses Thema Lernkultur ist ja sehr dominant in der Diskussion, richtigerweise. Aber es ist eben auch ein Thema, das sich sehr schnell, glaube ich, im sehr Abstrakten verliert. Und wir hatten die Idee, kann man das nicht ganz konkret machen, mit Tools, mit Werkzeugen, mit Prozessen, mit Routinen unterlegen, um auch Mitarbeitern, die vielleicht weniger aus einer theoretischen Reflexion des ganzen Themas kommen, stärker ein Verständnis dafür zu geben, über was reden wir hier eigentlich, um das Thema vermittelbarer zu machen. Und letztlich ist es dann ein Werkzeug, das für alle Mitarbeiter und alle Führungskräfte gedacht ist. Und die theoretische Grundlage ist eigentlich die der Metakognition. Also zu sagen, gelingendes Lernen setzt eigentlich so eine Art von Reflexionsprozess auf einer Metaebene voraus. Ich muss erstmal überlegen, was will ich lernen und warum, wie will ich da vorgehen, welche Möglichkeiten gäbe es, für welche entscheide ich mich, komme ich so voran, wie ich mir das vorstelle, etc. Und darüber positive Lernerlebnisse zu schaffen, die mich dann am Ende bestärken in der Gewissheit, ich kann mich weiterentwickeln, ich kann mich verändern und ich habe auch ein ganz konkretes Rüstzeug, wie ich das machen kann, wie ich das angehen kann, unabhängig davon jetzt, was ganz genau die Themen, die Lernziele für mich persönlich sind. Und um das grob zu verorten, hier nochmal so eine Darstellung, die ist natürlich holzschnittartig, aber wie verändert sich die Arbeitswelt? Der Rückgang von vorhersehbaren, standardisierbaren Aufgaben mit den Treibern von Wertschöpfung in der Vergangenheit, Ressourcen, Prozesse, Prozessstabilität, Verlässlichkeit, all das, hin zu einer Arbeitswelt, in der es viel stärker, zumindest bei menschlicher Arbeit, um unvorhersehbare, einmalige Aufgaben geht und wo dann noch einmal ganz andere Treiber sozusagen Wertschöpfung bestimmen. Kreativität, Lösungsvermögen, Empathie, Innovation. Ich denke, ihr kennt das alles. Und die Idee wäre, dass dem eigentlich ja auch eine veränderte Art zu lernen entsprechen muss, in und für diese Arbeitswelt. Und das sind diese Verschiebungen hier unten, entlang verschiedenster Dimensionen. Ich vermute, dass wir da zumindest, was so den Fluchtpunkt des Ganzen anbelangt, ein gemeinsames Bild haben, dass es viel stärker um Kompetenzorientierung gehen muss, um eine Betonung von informellem und sozialem Lernen. Learning on Demand gewinnt an Gewicht. Damit geht auch eine andere Zugriffslogik einher, nämlich eher zu sagen, Pull, ich als autonomer Gestalter meines Lernens sozusagen greife auf Möglichkeiten zu, die nicht mehr sozusagen ständig bevormundet an mich herangebracht werden müssen. Und damit geht dann eben auch letztlich die Individualisierung einher. Und all das, was jetzt hier rechts steht, setzt eigentlich voraus, dass ich ein Verständnis von habe, dass ich primär mal für mein Lernen verantwortlich bin. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich hier das Unternehmen entlastet von der Verantwortung, sondern es hat erstmal was damit zu tun, dass Lernen ein aktiver Prozess des Lerners ist, kein Herantragen an den Lerner von irgendwelchen Inhalten, sondern aktive Konstruktion von Wissen und Verständnis und Fähigkeiten durch den Lerner selbst. Und dass wir auch letztlich aber auch die Fülle und die Tiefe und die Dynamik, mit der sich sozusagen Lernbedarfe weiterentwickeln, dass wir die auch gar nicht abbilden können in dem alten Muster, wo sozusagen eine zentrale Instanz mit einem tiefgreifenden Steuerungsanspruch versucht, zu allen Themen immer sozusagen schon das Angebot entwickelt zu haben. Sondern wir können es, glaube ich, nur bewerkstelligen, wenn sich da etwas verschiebt und bei einer Breite von Themen der Einzelne einfach sehr viel stärker
Autonomie entwickelt und aber auch Verantwortung und sein Lernen stärker in die Hand nimmt. Und das wollen wir eigentlich mit den Lernhacks unterstützen. Und ich habe jetzt ganz, ganz zufällig heute noch diese Grafik gefunden vom Weltwirtschaftsforum, wo sozusagen die entscheidenden Skills 2022 dargestellt werden. Und da ist dann in der Tat mit wachsender Bedeutung an zweiter Stelle die Fähigkeit Active Learning and Learning Strategies. Und letztlich ist das genau das, was wir versuchen wollen, hier ganz konkret und ganz handhabbar zu machen. Und die Zielsetzung, die wir eigentlich erreichen wollen, ist, dass der Einzelne sagt, ich bin selbst verantwortlich für mein Lernen, ich habe die Fähigkeit, mein Lernen in die Hand zu nehmen und zum anderen, und das ist sozusagen komplementär, gehört das untrennbar dazu, ich habe auch die Fähigkeit, andere in meinem Umfeld zu unterstützen, in ihrem Lernen. Und das beides zeichnet sozusagen den souveränen Lerner aus, den wir jetzt mal Lernhacker genannt haben, aber der Begriff ist austauschbar. Und es geht dann letztlich darum, ich bin mir klar darüber, wie sieht mein System aus, mich weiterzuentwickeln? Was will ich lernen? Warum? Wie will ich das machen? Und so weiter. Und das eben setzt voraus, dass ich einfach ganz konkrete Routinen, Kniffe, Tools habe für meinen Arbeitsalltag. Die haben wir mal zusammengestellt. Und diese Liste ist sicherlich nicht vollständig und es ist auch kein geschlossenes System, wo wir jetzt sagen, nur so geht's, sondern es ist einfach eine Sammlung von bewährten Dingen, die aber, glaube ich, Mitarbeitern helfen, mal zu verstehen, wovon wir hier reden und sich selbst klar darüber zu werden, wie sie es machen wollen. Und das kann ja gerne auch sozusagen nochmal eine andere Routine sein. Ja, häufig erleben wir, dass die Mitarbeiter dann sagen, ich mache es nicht so, wie ihr es hier vorschlagt, aber ich werde mir darüber klar, dass das, was ich hier ohnehin eigentlich immer schon gemacht habe, dass das ja eigentlich auch sowas wie ein Lernhack ist. Und dass das mein Weg zu lernen ist. Und diese Art von Gewissheit und Souveränität, da wollen wir eigentlich hin. Und wie kann das dann aussehen? Wir haben so ein paar Nutzungsszenarien mal entworfen. Das ist aber bestimmt noch weiterzuentwickeln. Ja? Also die Idee ist, Mitarbeiter können selber sozusagen sich einen Entwicklungsplan erstellen. Mitarbeiter geben mit Lernhacks Erfahrungen weiter. Teams beziehen solche Lernhacks zum Beispiel in ihre Teammeetings mit ein. Ich bereite mich mit diesem Rüstzeug eigenständig auf irgendein Seminar vor. Oder ein Trainer bezieht das zur Vorbereitung während oder nach einem Seminar in die Transferphase ein. Oder Führungskräfte, das ist auch ganz wichtig, sozusagen nutzen das, um sozusagen verstärkt diese Rolle wahrzunehmen, die Führungskraft als ein Personalentwickler. Und das sind mal so ein paar Szenarien, es gibt sicherlich noch weitere, aber da wollen wir drauf hinaus und das probieren wir eben gerade ganz konkret aus. Und wir probieren das aus bislang mit zwei Partnern, mit denen wir diese ersten Piloten machen. Das ist zum einen Porsche, wo wir jetzt mal angefangen haben, das an Führungskräfte heranzutragen und Führungskräfte dafür zu sensibilisieren. Wir sind da noch sehr am Anfang, kriegen wir bislang ganz positive Rückmeldungen und werden da jetzt auch im nächsten Schritt sozusagen konsequenter noch schauen, dass wir in die Organisation hineinkommen mit den Lernhacks. Und auf der anderen Seite ist das ein völlig anderes Feld, die GIZ, also die Entwicklungshilfeorganisation des Bundes, die einfach ganz viele Mitarbeiter haben, die, sei es in Afghanistan oder sonst wo, unter ganz schwierigen Rahmenbedingungen leben und arbeiten, wo sich auch bestimmte konventionelle Wege des Lernens einfach verbieten und wo wir versuchen, können Lernhacks da etwas sein, um sozusagen das Lernpotenzial, das diese herausfordernde Arbeit ohnehin mit sich bringt, sozusagen auszuschöpfen. Zwei völlig andere, unterschiedliche Bereiche. Und wir würden uns freuen, da einfach noch weitere Piloten aufzubauen. Also wenn da jemand Interesse hat, wir freuen uns. Ich zeige gleich die Lernhacks vielleicht ganz kurz noch vorweg. Wir haben alle Inhalte auf Deutsch und auf Englisch verfügbar mit einer Creative Commons Lizenz auf der Webseite. Und die Webseite ist, ich schreibe die hier gerade in den Chat rein, ist lernhacks.de. Daneben gibt es manche Produkte, dann auch noch neben den kostenlosen Download, was weiß ich, als Karteikarten oder so, noch zu kaufen. Aber alle Inhalte erstmal Creative Commons und sofort runterladen. Wie kriegt man das in die Organisation? Ich hatte es gerade schon erwähnt. Führungskräftequalifizierung könnte ein Weg sein, Integration in Onboarding-Programme,
Top-Management als Role Model die Lernhacks vielleicht sichtbar vorleben und einbeziehen in ihre Arbeit. Agile Teams werden sich leicht tun, das aufzugreifen. Wir könnten uns vorstellen, kurze Workshops zu machen mit Teams. Wir können uns vorstellen, digitale Nuggets noch zur Verfügung zu stellen und aber auch Learnhacks anzubinden an eher formalisierte Lernformate im Unternehmen. All das wollen wir ausprobieren. Wie gesagt, wir sind da noch am Anfang. Aber das wäre so der Weg, das Ganze zu machen. Wir sind uns über im Klaren, es reicht jetzt nicht aus, unsere Materialien sozusagen über den Betriebsgelände abzuwerfen, sondern letztlich muss das Teil eines Change-Prozesses sein, der dann auch sehr unternehmensspezifisch ist. Und den muss man eigentlich, glaube ich, gestalten und dann kann es Wirksamkeit entfalten. Ja, jetzt aber vielleicht mal ganz konkret zwei, drei Lernhacks, wie die so aussehen. Und da bin ich auch schon gleich zu Ende mit meinem Impuls, aber auch einfach mal ein paar Beispiele zu geben. Das ist ein ganz einfacher Lernhack. Neun Dinge, die ich jeden Tag tun kann, egal wie voll mein Kalender ist. Das ist mal der Versuch auszubrechen aus der ewigen Diskussion, dass Mitarbeiter oder auch ganz stark Führungskräfte sagen, was soll ich denn noch alles machen? Wann soll ich denn jetzt noch irgendwie Zeit finden für irgendwelche digitalen Angebote, dieses Lernen noch hineinzustopfen in den Arbeitstag, der schon so voll ist. Wo wir sagen, nein, das sind Dinge, die kann ich jeden Tag tun. Und da geht es eher darum, sozusagen das Lernpotenzial mal mir bewusst zu machen, dass meinem Tag ohnehin inhärent ist und daraus was zu machen. Nämlich zum Beispiel zu sagen, ich nehme mir vor, ich beobachte einfach mal jemanden ganz bewusst in seinem Verhalten und frage mich anschließend, welche Relevanz hat das für mich? Was kann ich daraus ziehen? Was könnte das für mich bedeuten? Ich mache einmal etwas ganz bewusst anders und schon damit beginnt Lernen. Ich stelle einfach mal eine fachliche Frage an jemanden. Ich gebe Feedback. Oder der letzte Punkt, ich frage mich sozusagen, was sollte hier eigentlich noch stehen? Um sozusagen ein Mindset langsam zu triggern, diese Sicht auf meine Arbeit zu gewinnen, zu sagen, meine Arbeit ist eigentlich voller Lernanlässe und im Sinne informellen Lernens. Und da müssen wir eigentlich primär mal ansetzen. Und da ist sozusagen das Lernen eigentlich zu Hause. Und dann kommen andere Dinge hinzu. Aber erstmal diese Sicht herzustellen bei Mitarbeitern und langsam zu verstehen, Lernen ist nicht immer etwas, was noch on top kommt, sondern Lernen ist eigentlich eine Haltung, eine Art Herantreten an meine Arbeit. Das hier, also ein Lernhack, der einfach ein bisschen Augen öffnet. Eine ganz andere Art von Lernhack wäre dieser hier. Das ist eine Art Framework, das wir auch als Poster dann nutzen, wo wir sagen, wir helfen Mitarbeitern, sich mal klar zu werden, was wollen sie eigentlich lernen und wie wollen sie das machen. Das heißt, das kann man sich als Poster vorstellen, wo ich ausgehend von den Feldern außenrum, links und rechts, mich also frage, wie verändert sich eigentlich meine Arbeitswelt? Wie verändert sich unsere Branche? Was bedeutet die digitale Welt für mich ganz persönlich? Was für eine Art von Feedback bekomme ich? Welche Art von Arbeit macht mir Lust und wie möchte ich eigentlich zukünftig verstärkt arbeiten? Und wenn ich mir darüber klar werde, außen kann ich dann im nächsten Schritt in diesem Kreis mir klar darüber werden, was nehme ich mir eigentlich vor? Wie will ich mich persönlich verändern? Welche fachlichen und welche methodischen Kompetenzen will ich ausprägen? Und dann kann ich das auch, indem ich das auch an einem Poster transparent und plakativ mache, kann ich mich dann eben auch mit anderen austauschen. Und das erleben wir auch, dass diese Art von Austausch, das einfach mal Gesprächsanlässe darüber zu schaffen, was nimmt der eine sich vor, was macht der andere, dass das auch ein ganz wichtiger Schritt ist, dieses Thema mal sichtbar zu machen und voranzubringen. Also das hier eher so eine Art Logik zur Ableitung meiner persönlichen Lernziele. Und das hier wäre jetzt ein Lernhack, das ist eher zur Steuerung meines Lernens. Das ist, wenn ihr wollt, so eine Art Scrum-Board zum Thema Lernen, zumindest in der oberen Hälfte. Kann ich mir auch wieder als Poster aufhängen und mit Post-its arbeiten und mir klar werden, was lerne ich gerade, was will ich zukünftig mal machen, wie kann ich das schon verschieben. Und vor allen Dingen spielt die Musik dann in der unteren Hälfte, wo es eben um diese metakognitiven, Fragen geht. Was erfahre ich eigentlich über mein Lernen? Also sozusagen, was merke ich ganz nebenbei,
welche Art zu lernen passt eigentlich zu mir? Wann gelingt mir persönlich Lernen gut? Wann fühle ich mich damit wohl? Wann habe ich positive Lernerlebnisse? Mir darüber klar zu werden und dazu Eindrücke zu sammeln, um sozusagen immer mehr Souveränität zu entwickeln, das ist mein Weg. Und das sind die Rahmenbedingungen, die für mich wichtig sind, über die ich zum Beispiel auch mit meinem Vorgesetzten sprechen will. Und das letzte Feld rechts in der Ecke wäre sowas wie, welche Art zu lernen will ich in der Zukunft mal ausprobieren? Welches Format? Welche Herangehensweise? Also so eine Art Steuerungslogik auf dem Weg dahin, Verantwortung zu entwickeln für mein Lernen und das Gefühl zu entwickeln, Mensch, ich habe das im Griff und ich kann mich da steuern und habe meinen Weg gefunden. Und letzter Lernhack, der wiederum anders angelegt ist, den wir jetzt einfach nur aufgegriffen haben, schaut nicht von uns, produktiver mit Pomodoro. Das ist so eine ganz einfache Methode, mit so einer Küchenuhr in 25 Minuten Einheiten mein Lernen zu strukturieren. Beispielsweise, wenn ich mich jetzt über einen längeren Zeitraum, den ganzen Nachmittag lang oder sowas eigenständig, beispielsweise in ein Buch, in größeren Kurs, Online-Kurs oder sonst was reinfuchsen will, einfach eine Art von Kniff, wie kann ich mich da strukturieren. Das zeigt vielleicht mal so das Spektrum der Lernhacks. Das heißt, wir haben Lernhacks, die sind teilweise eher so eine Art Kniff. Andere sind eher Steuerungslogik. Wir haben Lernhacks, die sind eher auf Ebene des einzelnen Mitarbeiters. Wir haben andere Lernhacks, die sind eher auf Ebene des ganzen Teams. Oder welche, die eignen sich insbesondere aus, sich sozusagen in Führungsverhalten mit zu übernehmen. Das vielleicht mal so, um ein Gefühl zu bekommen für das Spektrum. Wie gesagt, die gibt es allesamt auf der Webseite zum Download. Und es ist keine abgeschlossene Sammlung, sondern wir würden uns insbesondere auch freuen über eure Ideen. Was sind in diesem Sinne, wie wir es hier nutzen, was sind eure Lernhacks? Was hat sich bei euch bewährt? Könntet ihr euch vorstellen, dass sowas bei Mitarbeitern ankommt? Kurzum, was habt ihr für Ideen, das weiterzuentwickeln. Das war vielleicht mal im Schnelldurchgang und ich führe euch noch mal ganz kurz, wenn das denn hier funktioniert. Die Webseite würde ich sonst noch mal ganz kurz zeigen, aber ehrlich gesagt fehlt mir hier gerade der Button. Joachim, vielleicht kannst du es aber ganz kurz mal zeigen. Ja, geh noch mal auf das Desktop übertragen. Ja, das ist hier gerade bei mir verschwunden, aber ist egal. Sonst, oh Moment, hier ist es. Hier haben wir es. Eine Sekunde, Bildschirm übertragen. So, jetzt geht es, glaube ich, ne? Hier sind jetzt die einzelnen. Jetzt ist wieder da, ja, okay. Hier sind jetzt die einzelnen Lernhacks mal in dieser Kachellogik dargestellt. Jetzt haben wir hier ein Lerntagebuch führen. Und die sind dann alle in dieser kompakten Art aufbereitet, in der Regel auf einer Seite, manchmal noch eine zweite Seite mit dem Framework. Das alles kann man sich sofort runterladen, ausdrucken, und hier oben kann man jederzeit sozusagen auf die englische Version switchen und hat den identischen Inhalt dann nochmal auch auf Englisch. Und wir sind jetzt gerade dabei, das weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt 25 Lernhacks dieser Art gesammelt. Was uns noch fehlt und wo wir gerade dabei sind, es zu entwickeln, ist so eine Art Zugriffslogik. In welcher Situation kann mir welcher Hack helfen? Das ist aber, wenn man sich ranbegibt, komplizierter, als es vielleicht im ersten Blick scheint. Da haben wir noch nicht so richtig den Stein der Weisen gefunden. Aber das wäre das, woran wir jetzt noch arbeiten. Und daneben wollen wir dann das Spektrum auch noch erweitern, Lernhacks für Führungskräfte etc. noch entwickeln. Aber das ist jetzt gerade der Stand der Dinge. Wir haben im Frühjahr damit begonnen und insofern sind wir noch sehr in der Verprobung. Haben aber schon den Eindruck, das ist ein relevantes Thema.
Mitarbeitern das positive Lernerlebnis zu schaffen, ihnen Rüstzeug zu geben, verstärkt Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. Ich glaube, so kommen wir weiter. Das reine Bereitstellen von immer mehr Tools oder immer mehr Lernangeboten seitens des Unternehmens geht, glaube ich, am Kern der Herausforderung vorbei, dass der Einzelne erstmal für sich Gewissheit gewinnen muss. Was heißt Lernen für ihn? Wie sieht sein, wie sieht Ihr System aus, mit der Sie oder er es angehen wollen? Und das wollen wir unterstützen. Das vielleicht mal so im, als ersten Überblick. Okay, prima. Danke, Thomas. Ich habe jetzt mal ein paar Fragen mitgenommen. Ja. Eine erste Frage, nochmal von mir persönlich. Warum habt ihr das als Creative Commons gemacht? Was war da eure Überlegung? Weil da steckt ja viel Know-how, viel Wissen drin, das ihr quasi freigebt. Also was war da die Überlegung? Also einerseits ist, glaube ich, eine inhaltliche Überlegung. Der einzelne Hack, ich glaube, wir haben viel Arbeit reingesteckt, den so aufzubereiten, so Kontakt hinzubekommen, aber letztlich ist es nicht schützenswert. Sind das teilweise auf der Hand liegende Ideen, ja, wo wir jetzt auch gar nicht sagen würden, die Idee, mir morgens in einer Minute mal klar zu werden, welche Lernanlässe bringt der Tag, die ist nicht so genial, die kann ich am Ende gar nicht schützen. Letztlich, glaube ich, muss, wenn man das größer ausrollen will in der Organisation, gehört da eher eine Art von Change-Begleitung mit hinzu. Und da reicht es eben nicht, irgendwie 25 nette kleine PDFs zur Verfügung zu haben, sondern muss mehr hinzukommen. Und da bieten wir unsere Hilfe an, beratend. Und insofern haben wir da irgendwie das gute Gefühl, wir können das ruhig über Creative Commons zur Verfügung stellen, freuen uns, wenn es irgendwie darüber Verbreitung findet. Und letztlich haben wir ja selber auch ganz viel aufgegriffen, was irgendwo in der Luft lag. Und dann wäre es auch nicht legitim, so zu tun, als wäre das immer nur sozusagen auf unseren Mist gewachsen. Okay, klasse. Es gibt viel Zustimmung. Also gab zum Beispiel einen Kommentar, dass Lernen ein aktiver Prozess ist des Lernenden und dass man damit eigentlich ja diesen aktiven Prozess des Lernens methodisch ein bisschen stärker unterstützen kann. Und dass das eigentlich auch ganz gut abbildet, dass jemand, der lernt, auch ab und zu mal Lehrender ist und dass man das durchaus eigentlich wechselt zwischen Lernender und Lehrender. Natürlich kommt das kritische Thema auf, das eigentlich zu erwarten ist, weil Selbststeuerung, Selbstorganisation ist ja kein neues Thema. Ich habe in meinem Post dazu geschrieben, es gibt es schon einige Jahre, es ist nicht leicht, ein Unternehmen umzusetzen. Und das war auch wieder eine Diskussion, Selbststeuerung ist schwierig. Gibt es da eine Erfahrung, wie viel der Mitarbeitenden tatsächlich darauf anspringen? Also ich glaube, das wäre nicht belastbar, wenn ich jetzt hier irgendeine Hausnummer in den Raum stellen würde. Aber ich glaube, es lohnt sich nochmal, das Thema vielleicht nochmal so ein bisschen zu öffnen. Wir reden hier über Selbststeuerung des Lernens. Mit genau der Fragestellung, kann der Einzelne das, will der Einzelne das, etc. Aber letztlich sehen wir ja in der Arbeitswelt die gleiche Bewegung, dass wir das im Kontext von agilen Arbeitsweisen und so weiter, auch da der Einzelne schlichtweg für seine Arbeit mehr Verantwortung übernehmen muss, mehr Gestaltungsfreiraum hat, aber auf der anderen Seite eben auch damit sinnvoll umgehen. Das heißt, diese Frage von Selbststeuerungsfähigkeit, die ist ja im Kern gar nicht eine, die sich jetzt nur in Anführungszeichen mit Bezug auf Lernen stellt, sondern es ist ja eigentlich eine übergreifende Entwicklung der Arbeitswelt insgesamt, wo man dann sich fragen muss, wenn wir an dieser Selbststeuerungsfähigkeit zweifeln, ja, dann zweifeln wir eigentlich an der grundsätzlichen Eignung von Mitarbeitern für diese Art von Arbeit, wie sie sich, glaube ich, immer klarer abzeichnet. Das heißt nicht, dass die Frage nicht richtig ist, aber ich glaube, man muss es so sehen. Ja? Man muss ja Lernen verstehen als eine Facette von Arbeit. Und diese Arbeit und mit ihr das Lernen, da geht es eben immer stärker um Eigenverantwortung. Insofern ist das eine ganz grundlegende Frage, aber eben eine, die letztlich viel weiter hinausgeht über das Lernen. Das beinhaltet dann auch den Punkt, positiv gewendet, man muss vielleicht diesen Veränderungsprozess auch nicht alleine gestalten als Personalentwicklung, sondern man kann sich da, glaube ich, auch anschließen an Veränderungsvorhaben, die es in ganz vielen Unternehmen gibt, unter dem Schlagwort Agilität, die letztlich ja in die gleiche Richtung gehen, wo ich eigentlich dieses Thema anflanschen, unterheben, anbinden kann, wie auch immer,
Und wo es dann vielleicht auch für den einzelnen Mitarbeiter nochmal aus einem ganz anderen Kontext kommt, klarer wird, ja, wenn sich die Arbeit so verändert, dann wird sich auch damit korrespondierend die Art zu lernen verändern müssen. Also was auch ein spannendes Thema ist, ist, dass die Lernhacks ja nicht für sich standalone nur stehen, sondern dass die eigentlich sehr schnell genutzt werden können, um sie in anderen Formaten mit zu integrieren und dort eigentlich sehr schnell einen deutlichen Mehrwert zu schaffen. Also ob das jetzt Führungskräfteentwicklung ist, ob das Mentoring ist, ob das das Onboarding ist. Also ja, ich glaube, das ist ja nicht so, dass die jetzt ganz neu komplett ausgerollt werden oder eine neue Methode ist, sondern die Integrationsfähigkeit ist auch ein spannendes Thema. Ich glaube tatsächlich Integrationsfähigkeit in alle Richtungen, ja. Ich kann das anbinden an eher konventionelle, formalisiertere Lernangebote, um da einen Funken mehr Eigenverantwortung in der Vorbereitung der Nachbereitung einzubringen und vielleicht so langsam einen Schritt voranzukommen. Ich kann es aber auch eben über ganz andere Einfallstore versuchen, ins Unternehmen zu bringen. Zum Beispiel auch in der Ausbildung oder so etwas. Zu sagen, wir legen da eine Art zu lernen rund, die sozusagen auch über die Ausbildung hinaus irgendwie Bestand haben kann. Ein anderes Diskussionsthema, das sich in mehreren Kommentaren widerspiegelt, war, dass man ja im Grunde genommen vor einer spannenden Zeit steht, die Arbeitswelt verändert. Du hast das ganze Thema agile Organisation, agiles Arbeiten erwähnt. Jetzt kommt ja so eine zweite Welle noch mit dazu. Das haben wir jetzt insbesondere bei unseren Aktivitäten rund um Industrie 4.0 immer deutlich gehört, dass eben doch die Automation und die künstliche Intelligenz sehr stark in die Arbeitswelt eingreifen wird. Und es war auch ein Zitat vom IOM Summit diese Woche, wurde mal genannt, dass eben dort der Harald Schirmer gesagt hat, dass es zu erwarten ist, dass alles, was man standardisieren, was man beschreiben kann, automatisiert wird und dass für den Menschen dann eben nur eine ganz bestimmte Menge an Aufgaben notwendig ist. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Thema, was ein bisschen Druck auf das Selbstlernen, Selbstorganisation eigentlich ausübt, dass man dann auch mehr und mehr draufkommt. Man muss eigentlich seine Beschäftigungsfähigkeit auch selber sichern. Da kann man nicht nur darauf warten, bis Corporate Learning aktiv ist. Aber du hast ganz zu Beginn gesagt, Corporate Learning würdest du nicht aus der Verantwortung nehmen beim Selbstlernen. Ich glaube, da ändert sich die Rolle. Personalentwicklung oder Corporate Learning hat sich, glaube ich, lange an den Angeboten immer so orientiert und daran definiert. Ja? Wir sind die Kurse, die Seminare oder auch die digitalen Medien entwickeln und bereitstellen. Und das macht es ja auch auf eine Weise so schön. Ja? Man hat ein plastisches Produkt, man kann auch rechtfertigen, woran ist das Geld geflossen, und hat dann so sein Portfolio. Und ich glaube, wir sehen einfach, das ist nicht mehr der Operating Mode, mit dem man einfach dieses Tempo, diese Vielfalt an Lernbedarfen abbilden kann. Und wo sich dann eher die Rollen ändern, dass die Personalentwicklung sozusagen ein Ermöglichungsraum schafft, in dem der Einzelne mit ganz anderer Autonomie handeln kann. Und da können die Lernhacks vielleicht da sozusagen ein Aspekt dessen sein. Und dass man dann sagt, mit so einem Rüstzeug bin ich auch nicht mehr darauf angewiesen, immer ein noch so tolles Portfolio zu haben, das immer der Realität und den Bedarfen hinterherhinken wird, sondern da kann ich auch ausgreifen und nicht zuletzt auch die unendlichen Möglichkeiten des Webs nutzen, wo ich gewissermaßen in Echtzeit die Themen abgebildet finde und nicht darauf warten muss, dass jetzt zum Thema künstliche Intelligenz immer ein Jahr hinterherhinkend vielleicht die Personalentwicklung ein tolles Web-based Training hat. Also ich glaube, da ändern sich Rollen und eher Ermöglicher von Lernen zu sein, Orientierung geben, Unterstützung geben, wie kann das geschehen, Role Models schaffen, transparent machen, was alles schon passiert im Unternehmen. Ich glaube, das sind da neue Rollen, die ich für Corporate Learning sehen würde, die über dieses Produktion von eigenen Angeboten, ob jetzt digital oder analog, hinausgehen. Was nicht heißt, dass es diese Art von zentral bereitgestellten Angeboten nicht mehr gibt. Nur ich glaube, man muss da ausloten, wo ist wirklich der Raum dafür, dass ich sage, das ist etwas, das ist so unternehmensspezifisch, da will ich hundertprozentig meine Perspektive auch abgebildet haben. Das entwickle ich zentral und steuere das mit einem hohen Steuerungsanspruch. Und bei vielen anderen Themen sage ich dann aber eben auch, Leute, nutzt das, was es da draußen gibt, viel stärker. Lernt voneinander, lernt miteinander,
Und wir sind aber als Personalentwicklung nicht mehr die, die das alles sozusagen so einhegen und so tun, als hätten wir das in unserem Learning Management System gesagt. Der Marcel Kirchner hatte eine Nachfrage, ob ihr bei den Lernhacks zwischen Methoden, Lernformaten und Tools unterscheidet. Also was gehört zu Lernhacks eigentlich dazu und was sind die Kriterien, dass es ein Lernhack wird? Ja, ich glaube, wir fassen da tatsächlich ganz unterschiedliche Sachen bislang drunter. Das kann eine Methode sein, wie ich mich mit jemandem austausche, strukturiert über mein Lernen. Das kann so eine Art Kniff sein, wie organisiere ich mich. Das ist ein breites Spektrum. Wir würden sagen, es ist alles, was nicht fachlich gefüllt ist. Ja? Also wir beschäftigen uns nicht mehr im engeren Sinne mit Lerninhalten, sondern alles, was ich als Rüstzeug drumherum brauche, um eigenbestimmt erfolgreich lernen zu können und was geeignet ist, in so einer handhabbaren Form aufzubereiten. All das können wir uns vorstellen, darunter zu fassen, und das ist tatsächlich ein breites Spektrum und beinhaltet insbesondere auch diese Dimension, Dinge, die ich für mich alleine mache, die vielleicht ganz kurz sind, größere Dinge, die mehr Zeit erfordern, Dinge, die ich mit anderen gemeinsam mache, Dinge, die ich in mein Führungshandeln einbeziehe. Häufig ist das auch gar nicht ganz so voneinander zu trennen. Also tatsächlich ein breites Spektrum bislang. Muss man mal sehen, ob man das vielleicht an einem bestimmten Punkt dann auch noch mal ein bisschen sortiert oder so. Aber bislang, glaube ich, funktioniert das ganz gut. Ja, es gibt eine Menge Fragen. Jetzt muss ich ein bisschen priorisieren. Also ein Thema, ich nehme das einfach, weil es mich auch interessiert. Das 70-20-10-Modell ist ja sehr verbreitet und hat ja, glaube ich, auch im Corporate Learning Akzeptanz gefunden. Passen die Learnhacks dann eher zu der 90%-Kategorie oder wie würdet ihr die Learnhacks dort einsortieren? Wo können Learnhacks am effizientesten sein? Also, wir haben auch so eine Logik, wo wir mal nach 70, 20, 10 die Lernhacks so zusortiert haben. Ich gucke ganz kurz, dass ich sie parallel geöffnet bekomme. Dann zeige ich das mal. Also tatsächlich wär die Idee, alle Spielarten von Lernen Menschen bewusst zu machen und zu unterstützen. Hier ist das mal so dargestellt. Mit ein paar beispielhaften Lernhacks zu den unterschiedlichen Kategorien. Also der Anspruch wäre, das ganze Lernen zu unterstützen. Insbesondere erleben wir aber, dass Menschen Hilfe brauchen, erstmal zu verstehen, was kann informelles und soziales Lernen für sie aussehen und wie kann das ganz konkret, welche Art von Praktiken können das ganz konkret in ihrem Alltag sein. Insofern ist das sicherlich ein Fokus. Aber eigentlich ist der Anspruch, Lernen in allen Formen, in allen Spielarten abzubilden, bewusst zu machen und in einer ganz handhabbaren Form in Praktiken zu überführen, die vermittelbar sind und sozusagen alltagstauglich. Okay. Gut, von der Zeit her würde ich jetzt einfach mal die Diskussion freigeben. Diejenigen, die Ja. direkt noch eine Frage stellen, es konnte, wo ich eine Frage übersehen habe, einfach mal das Mikrofon einschalten und sich melden. Gerne. Traut sich niemand? Joachim, du hast doch vorher zwangsstumm geschaltet. Musst du dann wieder Zwangsendstummschaltung Nee, machen? müsste gehen. Okay. Will keiner was sagen, ja. Die Matiko hat vorher gefragt. Ja. Ich weiß nicht, ob das schon eine andere Antwort angeschlossen hast. Sie würde es interessieren, Erfolgsgeschichte. Ja, Also genau. wo das schon geklappt hat, wo das gut umgesetzt worden ist in meinem Unternehmen. Ja. Also, ich glaube, da müssen wir ein bisschen bescheiden sein und einfach sagen, wir sind echt am Anfang. Also wir sind ein paar Monate alt mit dem Projekt. Wir kriegen erste Rückmeldungen und eigentlich alle, mit denen wir sprechen, verstehen, wofür das gut ist. Und das war für uns ein ganz wichtiges Signal, weil
wir uns nicht klar waren, wie voraussetzungsvoll ist das eigentlich, was wir hier machen? Kann man das vermitteln? Und da kriegen wir die Rückmeldung, ja, das ist total vermittelbar. Wir verstehen das, was ihr wollt und wie ihr euch das vorstellt. Und es wird erstmal so ganz positiv aufgegriffen. Ehrlicherweise können wir die Erfolgsgeschichten in einer belastbaren Weise noch nicht erzählen. Ja, wir hoffen, dass wir da jetzt in den nächsten Monaten einen Schritt weiterkommen, das stärker in der konkreten Anwendung, beispielsweise bei Porsche, dokumentieren können und dann darüber auch dazu kommen, einfach so diese Anwendungscases, die wir uns vorstellen, die auch wirklich belegen zu können und eine Wirksamkeitslogik da unterlegen zu können, was jetzt ehrlicherweise noch ein Stück Hypothese ist. Also insofern müssen wir uns da, glaube ich, noch ein bisschen bescheiden. Ich habe jetzt verstanden, dass das als eine schöne Systematik ist, um mir mein eigenes Lernen zu gestalten. Aber irgendwie hast du vorhin gesagt, dass da auch andere unterstützt werden. Also dass ich mit meinen Lernhacks auch andere unterstütze. Das habe ich noch nicht so ganz mitbekommen. Wie funktioniert die Unterstützung der anderen, wenn ich bei den Lernhacks mitmache? Also beispielsweise gibt es einen Lernhack, der nennt sich Lernturbos für mich und andere. Das sind so vier ganz einfache Fragen, die ich mir stellen kann, wenn ich jemandem etwas erklären möchte, zum Beispiel. Ich habe die hier so als Karteikarten. Also das sind so ganz einfache Fragen beispielsweise, wenn ich jemandem was erklären möchte. Kann ich es spielerischer machen? Kann ich es visueller machen? Kann ich es haptischer machen? Das wäre zum Beispiel ein Lernhack, der diese soziale Dimension hat. Oder aber auch, wenn ich in der Lage bin, strukturiert Lernziele für mich abzuleiten, kann ich jemandem neben mir auch helfen, bei dem ich merke, Mensch, dem fällt das einfach sehr schwer, bei all der Fülle dessen, was man lernen könnte, müsste, sollte, mal Klarheit zu gewinnen, womit fange ich denn einfach an? Ja? Das heißt, diese Tools, die kann ich häufig für mich nutzen, ich kann aber auch sie nutzen, um jemandem zu helfen, wenn ich merke, der braucht noch dabei Orientierung. Und allein die Tatsache, dass ich es mache und auch transparent und sichtbar mache, beispielsweise indem ich ihm so ein Poster aufhänge im Büro, wo einfach zu sehen ist, was nehme ich mir vor und wie mache ich das, allein das gibt anderen Orientierung, Impulse, wie kann Lernen für sie aussehen und was sind das für Themen? Das mal so als zwei Beispiele. Also es sind eine ganze Reihe von Lernhacks bei, die originär sozusagen diese soziale Dimension haben. Und dann gibt es andere, die kann ich immer gemeinsam mit anderen machen. Wir haben so etwas wie eine Struktur, die kann ich als Team nutzen. Wer kann was im Team eigentlich von wem lernen? Und mit welcher Art von Praktiken will er das tun? Ja, um sozusagen sich mal als Team gemeinsam klar zu werden, können wir uns gegenseitig helfen in unserem Lernen. Das ist mal als so ein paar Beispiele. Aber sozusagen die Zielsetzung, auf die wir hinaus wollen, ist, ein souveräner Lerner hat immer diese beiden Hälften. Er kann sich selbst steuern und er kann anderen helfen, selber Verantwortung zu übernehmen für sein Lernen, für ihr Lernen. Ich glaube, diese beiden Hälften gehören zunehmend zueinander. Und je mehr ich Führungskraft bin, umso wichtiger ist diese zweite Hälfte. Aber ich glaube, das ist nicht mal was auf Führungskräfte beschränkt ist. Jeder hat mal einen neuen Team neben sich sitzen und hat eigentlich die Aufgabe, mal zu gucken, wie kriegt er den sozusagen an Bord gebracht, beispielsweise. Das ist nicht mehr nur was Führungskräfte vorbereitet ist. Deshalb haben wir diese beiden. Okay, gerade wurde auch nochmal erwähnt, dass Learnhacks natürlich auch helfen können, Kollegen zu ermuntern. Vielleicht kann ich einfach mal deine Erfahrung nutzen, wenn man, ich habe einen Fall, wo es darum geht, dass ein großes Unternehmen ihre Führungskräfte qualifizieren möchte nach einem Reverse-Mentoring-Modus. Und da ist jetzt eine Überlegung, kann man dort in irgendeiner Form Learnhacks sinnvoll nutzen? Also was würdest du da empfehlen, was denn kurzfristig schnell machbar sein, dass Führungskräfte dort ja, präsenter werden? Gibt es da eine Idee, eine Vorstellung? Was würdest du empfehlen? Mhm. Also auf eine Weise ist ja sozusagen dieses Reverse Mentoring, könnte man jetzt fast wieder als Lernhack aufbereiten. Ja? Im Grunde ist es ja eigentlich eine Art von Praktik, eine komplexe, voraussetzungsvolle, aber eigentlich eine, die ich genauso in so einer Form auch selber aufbereiten könnte und sagen könnte,
Das ist auch eine Art von Lernroutine, die man mit bereitstellen kann. Und dann könnte man sich auf der anderen Seite eben auch fragen, welche anderen Learnings kann ich jetzt da wiederum einbeziehen? Und da gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Hacks. Zum Beispiel, wir haben so einen, das kann ich heute lernen, wo ich mir einfach jeden Morgen für eine Minute Zeit nehme, mir vier Fragen zu stellen, nämlich, welche Chancen bringt dieser Tag mit sich, mal was Neues zu lernen, was Gelerntes anzuwenden, was Gelerntes weiterzugeben oder schlichtweg mal irgendetwas ganz anders zu machen, als ich es ohnehin tun würde. Mhm. Und einfach Kollegen zu helfen, sich mal diese Fragen ab und an zu stellen. Das muss ja nicht so sein, dass ich Tag für Tag dieses Ding ausfülle. Aber diesen Blick, einem Kollegen zu helfen, diesen Blick mal auf die Arbeit zu gewinnen, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Mhm. Ich meine, das ist natürlich auch eine Auswirkung auf die Kollegen. Wenn sich so eine Führungskraft traut, mal den eigenen Learnhack als Poster an die Wand zu hängen, dann kommt man natürlich sehr schnell auch in Diskussionen. Das Lernen beginnt im Unternehmen natürlich eine ganz andere Qualität zu gewinnen, wenn eine Führungskraft sich darauf committet und das signalisiert. Es kam gerade noch eine Frage vom Torben Lenke. Sind Learnhacks Tools, die man einsetzen kann, um das eigene Lernen immer und immer wieder zu reflektieren? Oder eher ein Tool, um ein Umdenken im Unternehmen anzustoßen, dass Learnhacks vielleicht mal wieder verschwinden können, obsolet werden? Ja, also ich glaube, wir wollen auf Souveränität als Lerner hinaus. Und ehrlich gesagt ist es dann irgendwann wahrscheinlich auch Ausdruck genau dieser Souveränität, dass ich das nicht mehr brauche. Oder zumindest nicht mit diesen Karteikarten oder in welchem Format es auch immer daherkommt, dass ich mich da ein Stück von lösen kann oder dass ich sage, das ist alles gut und schön, ich habe meine eigenen Weisen zu lernen. Das ist an einem gewissen Punkt, glaube ich, Ausdruck der Souveränität, zu der wir hinwollen. Auf dem Weg dahin merken wir aber, das ist für viele Mitarbeiter erstmal eine sehr gute Orientierung, wie kann das überhaupt aussehen, in Auseinandersetzung mit diesen Art von Routinen, mir klar darüber zu werden, welche davon passen für mich oder wenn es die nicht sind, welche anderen sind es dann. Kommen wir nochmal zurück zu meiner ersten Frage, dass ihr ja sehr viel von den Learnhacks über die Creative Commons Lizenz für die Community freigegeben habt, dass man die nutzen kann. So, es muss ja ein wechselseitiges Geben und Nehmen sein. Gibt es Dinge, wo euch die Community helfen könnte? Also, super, vielen Dank erstmal für die Frage. Toll, unbedingt. Uns hilft einerseits jede Art von Einordnung, kann das klappen oder ja, wie müsste man es machen, damit es klappen kann, einfach insgesamt auf den Ansatz bezogen. Und dann ganz konkret glaube ich, dass es in den Unternehmen ganz viele Dinge gibt, die man in so einer Form gewissermaßen auch als Lernhack aufbereiten könnte. Also wenn ihr da Ideen habt, was ihr für Formate habt, für Praktiken, für Ideen, was ihr bei euch praktiziert oder bei anderen gesehen habt, hilft uns sehr. Gerne uns einfach eine Mail schreiben. Und dann können wir gucken, können wir da vielleicht ein paar neue Lernhacks draus machen. Da würden wir uns extrem drüber freuen. Und vielleicht gibt es ja auch noch Unternehmen, die sagen, sie würden sich dafür interessieren, in einer etwas systematischen Weise mal zu gucken, in der Form von einem Piloten, wie das bei ihnen funktioniert und das einfach mal auszuprobieren. Mhm. Prima. Das ist vielleicht eine, die mir einfallen würde. Also alles drei, sehr, sehr gerne Ideen zum Ansatz, Ideen für weitere Hacks oder vielleicht auch einfach Bereitschaft, Dinge ganz praktisch mal gemeinsam auszuprobieren.